Hallo meine Lieben, ich bin gerade gefragt worden von mehreren von euch in den letzten Videos, wie ich denn meine Trinkflasche befülle. Ich habe die jetzt gerade mal gespült, ich bin fertig mit meinem Yoga- und Rückenworkout für heute und ja, ich habe ja diese Flasche gerade gespült und da dachte ich, nutze ich direkt mal, huch, hier tropft alles, nutze ich direkt mal die Gelegenheit und zeige euch mal, wie ich diese Flasche heute befülle. Ich befülle sie ja praktisch immer irgendwie anders, immer das, was gerade da ist. Also, seid gespannt! So, das ist hier gerade mein aktueller Obstkorb. Ja, daraus werde ich jetzt heute mir ein bisschen Ingwer nehmen und eine Mandarine nehmen. Und ich habe noch im Kühlschrank habe ich noch Brombeeren. Kommt mal mit. Und Brombeeren, ja. So, jetzt habe ich mir die Flasche gefüllt, die ist jetzt ganz voll mit Mineralwasser. Ich habe Tage, da brauche ich einfach was mit Kohlensäure, heute ist so ein Tag. Klappe drauf, ja, ein bisschen ziehen lassen und ja, ihr seht, die ist ja auch wirklich total dicht. Danach bin ich ja auch gefragt worden, ob diese Flasche dicht ist. Sie ist dicht, die könnt ihr auch in eure Sporttasche packen oder in die Wickeltasche, wenn ihr unterwegs seid. Ja, ich benutze die Flasche nicht immer, aber manchmal habe ich da voll Bock drauf. Ah, ich habe Minze vergessen. Die kommt jetzt auch noch mit rein. So, schnell aus dem Kühlschrank geholt, mal eben schnell waschen. Und bei der Minze gibt es immer einen coolen Trick, damit sich auch die ätherischen Öle auch entfalten können. Drückt dazu einfach am Rand, ich zeige euch das mal eben, hier so am Rand der Bottle einfach mal den Rand damit schön feste einschmieren praktisch. Dann entfalten sich die Öle. Und dann kommt auch der Duft schön raus. Und dann einfach reinlegen. Das Ding ist jetzt echt randvoll. Zudrehen. Einsetzen. Und den Deckel wieder drauf. Und übrigens, das ist keine Kooperation oder sowas. Dafür kriege ich auch kein Geld, dass ich hier über diese Flasche spreche. Die habe ich mir damals selber gekauft, letztes Jahr im Sommer. Und die finde ich echt cool. Die könnt ihr aber auch cool mit Eiswürfeln im Sommer befüllen. Oder jetzt auch gerade im Winter. Man trinkt da nicht so viel. Und wer dann gerne ein bisschen Geschmack braucht, damit er mehr trinkt, der sollte sich auf jeden Fall so eine Flasche zulegen. Diese Flasche ist BPA-frei und hat ein Fassungsvermögen von, was hatte sie nochmal? 800 ml. Echt cool. Und dadurch, dass man auch schön alles mit Ingwer befüllen kann und mit Minze, bekommt man tolle Enzyme am Tag, auch einen tollen Kick. Antioxidantien, vor allem auch über die Brombeeren, das ist ja eigentlich die Antioxidanz fast überhaupt. Und ja, jetzt freue ich mich auf einen herrlichen Schluck Wasser. Ich habe so einen Durst nach dem Sport. Ja, okay. Und falls ihr gerade dieses Geräusch hört, das ist meine Spülmaschine. Ja. Ja. Ich bin gerade total alle. Ich habe heute mehrere Workouts hintereinander gemacht und bin ein bisschen platt. Ich gehe jetzt mal eben schnell duschen. Ja. Und wer sich für diese Bottle interessiert, der Link, der ist in der Infobox wie immer und gibt es auch in vielen verschiedenen Farben. Ich gehe jetzt duschen. Macht's gut. Tschüss.